Norman, völlig korrekt. Das meine ich nicht, Herr Kapellmeister. So schaut keine Gretel aus, das meine ich. Der kann höchstens für den Heiligen Drei Königen den Neger spielen, aber doch nicht die Gretel, das ist kein Neger. Der hat eine weiße Haut und nicht so wie Färber. Der ist einfach fremd. Was habt ihr alle gegen mich? Wie habt ihr alle so einen Pick auf mich? Der Großvater, der Lehrer und alle anderen, die ganze Zeit immer schon. Ich habe euch nichts getan und ich will auch nichts von euch. Rede ich anders? Rieche ich anders? Ich kann es nicht abwaschen! Also lasst mich in Frieden! So, und jetzt hört's ja mal zu, Burschen. An jeder von euch ist etwas Besonderes. Jeder. Und dabei ist es vollkommen egal, ob er groß ist, ob er klein ist, ob er blonde Haare hat oder braune Haare hat. Es ist wurscht. Kurt, es ist keiner fremd, wenn wir das nicht wollen. Stellt euch vor, wir wären alle gleich. Es gibt nur Sopranstimmen oder nur Altstimmen. Wären wir dann ein guter Chor? Nein. Dabei fällt mir ein, für das nächste Konzert, da machen wir etwas Neues. Wir nehmen zwei völlig unterschiedliche Stile, die wir dann in einem Stück vereinen. Schaut so. Das kennt ihr. Aber jetzt passt's auf. Du bist überall fremd. In Amerika nicht. Vielleicht sollten wir das erst mit dem Herrn Direktor besprechen. Ja, alles zu seiner Zeit. Wer weiß, wo diese Art von Musik herkommt? Ja, Emma? Aus Amerika. Aus Amerika, richtig. Und die Oper, die ist von da, aus Europa. Zwei sehr unterschiedliche Stile, aber sie verstehen sich ganz gut. Gilt gut. Wo habe ich eigentlich meine